Was macht man nicht alles für ein gutes Let's Play, ein exotisches Let's Play auf YouTube? Man ist sogar bereit, Mutter Erde zu verlassen, auf einen fremden Planeten zu reisen. Chris und ich haben das hier gemacht bei Space Colony Steam Edition. Erscheint Ende April das Spiel. Wir zeigen es euch schon mal vorab und das sogar vor Ort. Wir haben uns selbst hier hingebeamt auf diesen Planeten. Nein, natürlich nicht gebeamt. Das wäre Science Fiction. Wir sind nur mit einem Raumschiff hingeflogen. Was steht eigentlich in deinem psychiatrischen Gutachten, was Blackwater, unser Auftraggeber, über uns angelegt hat? Über dich? Oh, da gibt es, glaube ich, 18-seitige Abhandlungen über extremes Prokrastinieren. Das ist so das Hauptproblem. Ja, doch. Mhm. Das klingt ja ganz, ganz furchtbar. Das Wort kann ich noch gar nicht. Kastration. Ich bin für Kastration, genau, darum geht es. Du bist dafür, verstehe. Ich laufe immer mit einem Skalpell draußen auf der Straße rum und suche nach Freiwilligen für eine. Da wollen wir mal ganz rasch hier eine Arrestzelle bauen. Da wollt ihr euch als Freiwillige melden? Das war ja unser Appell, glaube ich, in der letzten Folge oder in der vorletzten gewesen, dass wir gefragt hatten, ob mich der eine oder andere Zuschauer hier teilnehmen möchte, um in deiner Nähe zu sein, wenn dich dein Vergnügen quält. Ja, ich nehme da gerne Freiwillige ins Programm auf, so überhaupt kein Problem. So kann man auch Abonnenten verlieren, unter dem Skalpell. Wollen wir mal loslegen. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Dieses Kybernetik-Labor haben wir hier gebaut und dieser junge Mann hier, Dean, ihr kennt diesen kleinen Pixelfleck in der Mitte mit dem weißen Kittel, das ist unser Fachmann für die Herstellung von Kybernetik, sprich von Androiden. Und den wollen wir jetzt tatsächlich hier mal losschicken. Der soll das machen. Das Ding sieht im Prinzip aus wie eine Backform für Roboter. Guck mal, da bewegen sich auch schon die Roboterärmchen. Ja. Und ein Androide wird hergestellt von Dean hier. Den Dean mussten wir extra ausbilden lassen zum Kybernetik-Spezialisten. In diesem rechts sieht man das. Die sieht aus wie dieser Autositz mit kombinierter Trockenhaube. Sieht aus wie mein Fernsehsessel. Echt? Ja. Hm. Da werde ich klüger. Auf meinem Fernsehsessel, wenn ich Bildungsprogramme gucke, zum Beispiel Scripted Reality bei RTL2, gucke ich sehr gern und habe richtig das Gefühl dann, wie von einer Sendeminute zur nächsten mein IQ sich verändert. Nee, das täuscht. Also dein IQ sinkt sogar tatsächlich stückchenweise ab. Du hast nur das Gefühl, viel schlauer zu sein als die Gestalten, die dort im Fernsehen rumlaufen. Wie sieht es bei uns aus mit Energie und Sauerstoff? Sauerstoff genug, wir können atmen. Energie haben wir kleine Probleme mit. Naja, die sinkt ein bisschen ab, aber wir haben Mordspuffer, weil wir ordentlich Solarzellen haben. Die sind im Moment alle gerade zurückgefahren und zurückgeklappt. Diese schwarzen Ärmchen hier oben, rechts neben der Shuttle-Landeplattform. Aber wer ist unsere Energiespezialistin? Kita oder Hoshi? Beide. Guck mal, was die machen da oben. Die haben miteinander getanzt eben kurz. Och, wie süß. Angedatscht. Die sind ja auch beste Freundinnen. Mhm. Da ist Kita, die hat gerade gebummelt. Die haben wir zum Sammeln eingeschickt. Ja, genau, die soll irgendwas sammeln. Ich weiß gar nicht, was sammelt die denn an welcher Stelle? Lass sie einfach sammeln. Sie produziert Elektronik. Der sollten wir mal als Zweitjob. Achso. Nee, Energie macht schon Venus. Das ist alles in Ordnung, oder? Das ist doch okay. Hier der Rotschopf, der da sitzt. Das genau. Ist Venus selbst. Und die ist doch richtig gut im Energieherstellen. Und die hat jetzt auch wieder eine ganze Schicht vor sich. Und die Energie wird einfach steigen. Die hat ja einfach kein Problem. Ist der erste fertig? Ich bin überfragt. Es wird auf jeden Fall neue Elektronik reingeliefert, aber ob der erste fertig ist, das kann ich noch nicht sagen. Dean ist gerade nicht am Arbeitsplatz. Haben wir hier vielleicht einen auf Lager? Nein. Ja, die müssten ja irgendwie anders. Ich glaube, die würden dann anders auftauchen. Wo sind die denn? Die müssten doch hier dann irgendwo stehen. Vielleicht sogar in der Personenleiste auftauchen. Hier! Ist da einer? Ja! Wo denn? Zeig. Da steht er. Den kann ich hin und her schicken. Das ist seine Lebensdauer, die Hauptarbeit, keine zugewiesen. Was machen wir mit ihm? Welche Fähigkeiten hat er? Was kann der denn? Ach, der kann alles, aber so ein bisschen. Er kann alles und nichts, genau wie du und ich. Mhm. Was machen wir mit ihm? Was soll er tun? Lass ihn doch testhalber mal Nahrungsproduktion schieben. Oder können wir den auch noch weiter ausbilden, diesen Androiden? Könnten wir auch, aber lohnt sich das? Das hier... Nicht. Siehst du in seiner Lebensdauer oben seine Leiste? Der hat noch 584 Sekunden zu leben, der arme Kerl. Oh, dann sollten wir wirklich ganz schnell schuften lassen. Mhm. Was machen wir mit ihm? Andere Roboter herstellen lassen? Nee, das wäre irgendwie pervers. Das wäre echt pervers. Dann bin ich mal für Eisenabbau. Ja. Sauerstoff und Eisenabbau. Genau, irgendwelche dreckigen Arbeiten. Irgendwelche dreckigen, ja, Herstellungsarbeiten. Wo war denn nochmal unsere Eisenproduktion hier, ne? Nee, das ist. Oh. Da passiert gerade auch nichts. Das ist der Iridium-Bunker, da passiert nichts. Ja, da ist aber, glaube ich, da ist Kita verurteilt. Oder sollen wir jetzt dieses Titan abbauen lassen? Ach, das dauert so lange, wir schicken ihn da mal hin. Okay, gut, dann soll er das mal tun.
da läuft er lang am Klavier vorbei, widersteht der Versuchung, da hinzugehen und Klavier zu spielen, wankt sicheren Schrittes ja, an der Kantine schon vorbei, die ihn auch nicht lockt, geht zu Fuß, fährt er denn nicht mit dem Space Taxi? Das kommt gerade. Doch, da kommt. Android fliegt mit dem Space Taxi Richtung Norden. Zur Iridium-Sammelanlage, wo der Iridium-Sammler sich auch gerade irgendwie festgefahren zu haben scheint, aber das wird sich gleich wieder ändern. Die Überlebenszeit, die hat gerade ausgesetzt. Der ist also solange er draußen, doch, die pausiert. Ach so. Ach, das ist wirklich Arbeitszeit. Ja. Also ich frage mich, was dann passiert, wenn der im Eimer ist. Wenn der im Eimer ist, kommt er nicht mehr raus. Da musst du ihn rausheben. Guck mal hier, der ist unterwegs, der Sammelroboter. Hier oben, um noch mehr Iridium zu holen. Ja, wir brauchen ganz dringend Iridium. Jetzt, für weitere Roboter. Jetzt bräuchte ich noch einen Androiden, der Silizium gewinnt. Und einen, der daraus diese Chips herstellt. Und dann hätten wir tatsächlich ein Perpetuum mobile. Eine selbst herstellende Roboterfarm. Problem ist nur, Iridiumkristalle werden echt knapp. Oh ja. Wir hatten nur dieses kleine Vorkommen da oben. Ein Zuschauer hat ja gespoilert, wo ja? auf der Karte welche zu finden ist, aber ich glaube, ich sage das nicht. Wir gehen einfach weiter mit Lampen suchen. Mhm. Haben wir genug Energie? Ja. Ja, guck mal, vorhin war es 4000 und Venus hat es jetzt auf 5000 hochgeschoben. Da ist auch noch mehr. Sollen wir ein bisschen suchen gehen? Mhm. Suchen wir noch weiter nach Iridium. Siehst du, und jetzt weißt du auch, warum ich gerne die Iridium-Förderanlage nicht da in den Norden gestellt hätte, sondern irgendwo direkt an die Basis. Da war man die kann man da oben abreißen. Das ist ja gar kein Problem. Kann man sie sogar bewegen? Ich glaube, so Basisgebäude nicht, aber kann man bewegen sogar. Ja. Also nee, das Klavier könntest du zum Beispiel bewegen. Kann man definitiv nicht. Aber wenn ich das abreißen würde, würde es immer noch bringen. 1250. Ah ja, das ist ja günstig. Und wenn man sieht, wie langsam diese Roboter hier wanken, das ist ja das langsamste Spielelement, wie die rauf und runter wanken, dann ist es doch sicher günstiger, hier unten noch eine zweite hinzustellen. Das können wir auch jetzt schon machen. Wenn wir das Iridium gefunden haben, warte. Ja, hier ist ja welches. Nee, das Eisen. Das ist doch Eisen. Sollen wir hier eine Eisenablage? Also Eisen ist nicht so wichtig und wir haben rechts auch noch eine viel größere Eisenabbauschiene. Nee, hast du einfach in Weltraumchemie nicht aufgepasst, dass du Iridium und Eisen nicht auseinanderhalten kannst? Das tut mir auch leid. Das ist ein ganz, ganz peinlicher Augenblick, ja. Weil schon weiter rechts war ein riesen Eisenfeld. Guck mal hier. Oh ja, Eisen ohne Ende. Mhm. Wer arbeitet denn hier? Niemand. Das ist doch unfassbar. Haben wir nicht vielleicht in der Zwischenzeit einen weiteren Roboter, der das managen könnte? Der steht nee. Dean arbeitet und arbeitet. Ah, ach, guck mal, da wird ein weiterer zusammengebrutzelt, aber noch 93, 92... 31 Sekunden. Der hat noch ziemlich viele. Ach, guck mal, der ist gleich fertig. 20, 19, 18. Stimmt, hier. Ist gleich soweit. Dann nehmen wir den sofort und machen den zum Eisenarbeiter. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Wir könnten ihn auch gerne zum Unkrautjäter machen. Das würde ich auch gerne tun. Wo ist denn Unkraut? Da musst du erst eine Unkrautjätestation herstellen. Sag mal. Moment mal. Eine? So, das ist ein Button für beide. Hä? Ach, die können immer nur einen Job erledigen zusammen, diese Roboter. Ach, das ist ja bescheuert. So, und er hat jetzt plötzlich 278. Ist dessen Zeit geschrumpft? Nee, die ist normal abgelaufen. Die war vorhin auf 400. Und er hat 469. Was machen wir mit ihm? Wohin mit? Daneben ist ja noch einer. Hier sind gleich drei. Ja, da. Oh. Also wohin mit denen? Hopp, hopp, hopp. Kannst du dir ja Eisenabbau und Unkraut jäten. Ja, also hier Eisenabbau. Mhm. Und dann ist noch einer, der hat gar nichts zu tun. Warum bewegt er sich nicht? Weil der andere ihm den Weg versperrt, die Drette. Nein, die versperren sich doch nicht gegenseitig den Weg. Die können doch alle einzeln umeinander rumlaufen und auch Gebäude versperren den Weg nicht. Das sollte kein Problem sein. Guck mal, dem habe ich den Silikonbefehl gegeben. Bewegt sich nicht. Und mit dem Ausspruch, guck mal, legst du schon den Finger in die Wunde. Ich habe nämlich gerade ein eingefrorenes Skype-Bild. Ich höre dich zwar noch, aber ich sehe nicht, was du tust. Egal, ich kann auch blind kolonisieren, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt den anderen Roboter hingeschickt, die bewegen sich nicht. Die bewegen sich nicht? Das ist die gehen nicht zur Arbeit. Du hast doch gesagt, es gäbe nur ein Symbol für alle Roboter. Das Silizium ist da zu Ende. Ach, okay, jetzt erkenne ich das Problem. Da ist weit und breit kein Silizium. Dann schicke ich den zum Eisen hin. Mhm. Jetzt habe ich auch wieder Bild. Ah, das ist gut. Und ich wünsche mir eine Unkraut-Jätestation. Wo denn?
irgendwo in der Nähe der Basis. Das ist ja egal, das ist ja nur so eine kleine Telefonzelle, wo man sich einen Flammenwerfer rausholen kann. Wegen des Mondgrases? Ja, wegen allem, was hier so wächst und stört vielleicht. Das ja wollten wir ja sowieso wegmachen, die Silikonförderanlagen. Die können wir schon mal verticken, dann bringt die was. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Platz. Genau. Und jetzt haben wir noch eine Jätteposten. Genau, bitte einfach in die Nähe des Space-Taxis, da können Sie sich dann selber irgendwo verlustieren. Die werden auch mit dem Space-Taxi zum Unkraut geflogen, soweit ich mich erinnere. Also, ich mach mal hier hin, dann können die hier in der Nähe hier jäten. Und dann nehmen wir den Jäteroboter. Oh Gott, jetzt haben wir aber ist das nicht irgendwie komisch, dass wir so ein unglaublich teuren Roboter. Ja, wieso? Möchtest du vielleicht selber Unkraut jäten? Das aber ich habe dir den Befehl gegeben und der geht nicht rüber. Wo ist er denn? Da. Ja, da hinten hängt er irgendwo fest. Vielleicht will er nicht. Hat er gerade Pause? Ja, der hat gerade Pause. Seine Schicht fängt jetzt erst wieder an. Und jetzt seine Schicht müsste theoretisch anfangen, wo der blaue Pfeil ist. Der hat eine Schicht. Ja, guck doch mal. Der hat irgendwo am Tag da oben... Ja, aber was macht er denn in seiner Pause? Was macht der Android in seiner Pause, außer dumm labern? Er steht rum... formatiert seine internen Speicher neu. Der macht irgendwie gar nichts, oder? Der macht gar nichts. Weiter. Kann das sein, dass wir nur einen Androiden gleichzeitig aktiv... Guck mal, jetzt ist er losgelaufen. Ja, weil ich ihn durch Linksklick hier geschickt habe und jetzt schicke ich ihn hier hin. Und jetzt, der war da festgeklebt. Ah, keine Vegetation im Scan. Der Jäteposten ist unnötig, weil kein Ungeziefer hier wächst bei uns. Das kannst du wieder abreißen. Ach so, das Mondgras gilt nicht. Nee, das geht um bösartige Vegetation. Um Unkraut. Dann kannst du noch was anderes machen lassen. Entschuldigung, ich habe gedacht, wir hätten hier ein bisschen Unkraut. Ja, dann würde ich ihn gerne doch noch Eisen produzieren. Das können wir ja verkaufen, um dann irgendwas Teures herzustellen. Mhm. Ja, aber da brauchst du nicht noch einen Eisenposten zu machen. Wir haben doch schon. Wir können auch Space-Hühner mal produzieren. Oh ja, Space-Hühner ist auch schön. Die können wir dann verticken. Da brauchen wir viel noch Platz für. Die können wir nicht nur verticken, die können wir auch essen lassen. Ja. Die Industrie? Wo sind die Space-Hühner? Ich glaube, hier irgendwo. Hier, Hühnerfarmeinheit. Hühnerfarmeinheit. Die kannst du ja da hinstellen, wo die andere Fabrikanlage hier gewesen ist. Genau da. Ja, ich stelle sie mal hier daneben hin. Dann haben wir die Hühnchen auch schön im Blick. So, und dann nehmen wir den Roboter, den Androiden. Genau. Entschuldigung, ist der Android. Genau, jetzt darf der hier ein bisschen den Hühnerfarmer spielen. Und steht jetzt ja sechs. Warum hat er denn jetzt plötzlich mehr Zeit als vorher? Das verstehe, wer will. Jetzt wankt er wieder gemessenen Schrittes daraus zur Hühnerfarm. Dessen Überlebenszeit hat er gerade rapide zugenommen, oder bilde ich mir das ein? Zeig mal, ob der andere vielleicht den Geist aufgegeben hat. Gibt es vielleicht eine Sammelüberlebenszeit für alle? Nee, ne? Der hat 303. Jetzt gibt es nur noch zwei. Einer ist schon kaputt. Das müsste der oben gewesen ist, an der Iridiumförderanlage. Der ist wahrscheinlich kaputt. Oh, ja. Siehst du die Space-Hühnchen? Die sehen aus wie ganz gruselige Känguru-Truthähne. Ja, stimmt. Tatsächlich. Also eins muss man echt sagen, die Animationen an dem Spiel sind sehr, sehr... Sehr süß. Ja. Die Grafik ruckelt ein bisschen, mich persönlich stört das nicht. Das sind halt alte Grafiken. Genau. Und jetzt wird das Hühnchen in den Schredder geworfen, in so einen Trichter. Ja. Boah, ist das gemein. Da sieht man mal, wie das Hähnchenschnitzel entsteht. Normalerweise weiß man das ja nicht. Ist das fies. Und das nächste Hühnchen in den Schredder. Ich möchte kein Hähnchen sein. Nee. Oh. Haben denn all unsere nicht-robotischen Mitarbeiter einen gescheiten Job? Oh, guck mal, Naylor ist total sickig. Nein, dem geht's doch fast gut. Der braucht nur ein bisschen Interaktion. Alles andere ist in Ordnung. Ich muss mit irgendwas. Kannst du dir mal. Genau, stell doch mal bitte so eine. Schlecht gelaunt. Stell doch mal bitte so eine Sesselgruppe hin. Da können nämlich zwei Leute sich unterhalten. Oh, das ist eine gute Idee. Mobiliar, Sesselgruppe. Genau. Einmal in schickem Space Blau. In schickem Space Gelb. Und dann nehmen wir noch. Ja, diese kann man noch verändern, wie die auszusehen haben. Ich persönlich finde die Einstellung am hübschesten, weil das ist wirklich so spacig. Genau, die runden. Mit Tisch oder mit Stehlampe? Dann stellen wir das hier hin, dann können die ja quatschen. Hallo. Neben dem Ausbildungspot. Du musst einen draufsetzen, zum Beispiel hier Dean. Der Dean hat jetzt gerade sich mit jemandem unterhalten, der geht jetzt wieder gut. Aber Naylor ist vielleicht noch ein bisschen am Zickern. Naylor ist auch ganz dunkelgrün, aber sie, Kita. Kita will doch hier mit ihrer Freundin sprechen. Ja, dann lass sie doch mal auf die Sisselgruppe. Und Kita, dann kannst du sagen, bitte sprechen mit ihrer Freundin. Ja. Da sind die beiden zwar schon mit einem sehr guten
wie sagt man, wie heißt das? Freundschaftskoeffizienten. Der ist so hoch wie unserer. Genau, Freundschaftskoeffizienten. Nee, ich dachte, unserer wäre schwefelgelb und würde immer ein bisschen flackern. Meinst du? Mhm. Ich glaube nicht. So jetzt allen die hin und her. Kita, Buschi ist schon da. Ja. Ein weiteres Problem, was ich gerade sehe, während die sich unterhalten, es liegt Müll in der Station rum und Daisy, die eigentlich zum Putzen eingeteilt ist, die... Also, Daisy ist irgendwie... Was ist mit der? Was fehlt Daisy? Wo ist Daisy denn? Daisy ist hier. Mal gucken, wo sie ist und was sie tut. Sie hatte gerade Pause, aber sie hat gleich wieder Schicht. Ja, dann hurry up, mein Lieber. Was essen könnte sie vielleicht mal zwischendrin noch und dann hau ruck. Einen kleinen Happen essen gehen und dann bitte putzen. Guck mal, wie das hier aussieht. Hier liegt überall, da liegen überall Essensreste. Kann man gar nicht vorzeigen im Let's Plays. Nee. Und guck mal, wir haben schon wieder einen neuen Androiden fertig. Oh, das ist gut. Was machen wir mit dem Kollegen? Ja, kannst du bei der Androidenanlage eigentlich sagen, wo die neuen Androiden sich sammeln sollen, dass die nicht immer hinter der Energiekonsole rumstehen? Guck ich mal gleich. Dabei lasse ich den hier noch ein bisschen Iridium einsammeln, damit wir neue bekommen. Mhm. Und jetzt, hier gibt es keinen Sammelpunkt. Nein, man kann das Gebäude immerhin bewegen. Das ist das, was du eben meintest. Ja, genau. Aber einen Sammelpunkt gibt es nicht. Das heißt, die stehen dann immer in der Zentrale hinter der Energiekonsole. So ist das. Ja, gut. Wir können aber gar keine mehr herstellen. Wir brauchen mehr Elektronik. Oh, Elektronik ist alle. Das Silikon haben wir ohne Ende. Das heißt, wir müssen jemanden in der Elektronikfabrik arbeiten lassen. Hm. Ja, das auch Dean. Nee, nicht Dean. Das war doch Kita oder Hoshi. Eine von beiden hat Platinen hergestellt. Ja. Und war sogar Meisterin darin. Kita war, die war Sammlerin, Meisterin. Deshalb hat die im Augenblick keinen Job, weil wir die hier das Iridium haben sammeln lassen. Eine von beiden ist auch gut im Platinen herstellen. Ich erinnere mich gar ans. Achso, genau. Das kann sein. Ja, hier, Hoshi. Was macht die in der Zwischenzeit? Ich habe gerade wieder das Bild verloren. Kann ich mitkontrollieren, was du da verzapfst? Oh, das tut mir leid. Ah ja, da ist es wieder. Sie ist, was macht die denn da? Sie ist in dieser Anlage hier. Das ist die Elektronikfabrik. Sie ist da und produziert Elektronik. Achso, ja dann. Trotzdem haben wir im Augenblick keinen da, aber Silikon, das wurde doch aus Silikon hergestellt, die Elektronik. Ja, wird sie auch, nur... Vielleicht wurde die ja gerade komplett verbraten für den letzten Androiden. Es kann sein, dass das alles in die Androidenfabrik gewandert ist. Ja. Und wo haben wir nochmal Silizium gesammelt? Überall. Wir haben große Vorräte hier direkt vor der Basis gehabt, die haben wir weggebraten. Ja. Jetzt haben wir aber gar keinen Silikonsammler mehr, ne? Da ist wieder welches. Dieses, das ist Eisen. Nee, weiter links. Hier. Das, was hier aussieht wie Alufolie, das ist Silikon. Dann stellen wir da nochmal so ein Silikonsammelteil hin, oder? Dann reißt das andere aber ab, was wir noch haben. Das ist das Silikon? Das ist, glaube ich, Iridium. Oh. Warenlagerkapazität am Maximum. Titan, Eisen, Sammelbunker, sammelt Iridium. Ach so, hast völlig recht, ja. Rechts hier, oben. Silikon. Diese Zuckerwürfelchen, das ist das Silikon. Hi, Kita, altes Mädchen. Warenlagerkapazität am Maximum. Ja, passt. Und da schicken wir wen hin? Ja, noch einen. Einen Roboter natürlich, wenn wir noch einen übrig haben. Da hier steht gerade keiner parat. Es sind schon mehr Space-Hühnchen geworden in unserer Hühnerfarm übrigens, das aber. Sie war doch die Meistersammlerin. Ja, das stimmt, aber ist Silikon sammeln nicht vielleicht Bergbau? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch, das sieht man hier am Icon, ne? Das ist das Bergbau. Reicht, das Bergbau. Wollen wir mal gucken, wer von uns die besten Bergbaufähigkeiten hat? Da wurde gerade eben schon jemand hingeschickt. Wer ist denn da am Sammeln gerade? Du hast schon jemanden reingeschickt. Echt? Ja, guck mal, sitzt doch jemand drin. Barbara. Da sitzt Barbara drin. Die haben wir zur Silikonbergbau. Fachkraft ausgebildet, obwohl sie eigentlich die Vizepräsidentin ist. Wir müssen einen kurzen Satz der Erklärung abgeben. Die ersten drei Folgen hatten wir am Stück abgedreht und zwischen der hier und der vierten haben wir eine mehrtägige Pause gehabt und deshalb haben wir jetzt diese erstaunlichen Gedächtnislücken zwischen Folge 3 und 4. Energieleistung. Also ich zumindest. Ja, ich merke es auch gerade ein bisschen, obwohl natürlich. Barbara hatte gerade Schichtwechsel und geht nach Hause. Mhm. Wieso sitzt jetzt Dean wieder am Energieterminal? Das habe ich auch gerade... Nee, das ist nicht Dean. Wer sitzt denn da? Babette. Nee, das ist Sauerstoff. Und wer sitzt bei der Energie? Warum sitzt Kita an der Energie? Die Energie ist doch eigentlich... Wird doch eigentlich von... Weil das deren Zweitjob ist. Wir haben doch gar keinen Zweitjob. Die Energie wird doch von Venus gemacht. Nebenarbeit Energie und Hauptarbeit Sammeln. Was wäre denn Sammeln? Sammeln wäre hier, ne? Aber da ist der Android hier im Augenblick. Wie gut ist der eigentlich als Sammlerin, wenn dir besser ist als der Android? Besser als der Android.
Ja, ich eins besser. Sollen wir die Androiden eigentlich ausbilden oder lohnt es kaum mit der kurzen Lebensdauer? Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal den Androiden da. Und die Lebensdauer hat er noch nicht mehr so viel und lassen den mal Energie sammeln. Im Nebenjob. Oder im Hauptjob und nehmen uns die Kita und schicken die wieder hier oben hoch. Würde ich alles gar nicht so machen. Venus ist doch schon die Hauptenergiesammlerin. Warum musst du denn die Leute jetzt mit einem Zweitjob da noch draufsetzen? Das heißt doch nur, dass Venus jetzt sinnlos rumsteht. Und die ist doch teilweise unsere Beste. Das ist recht. Also dann, was machen wir denn dann mit dem Androiden? Ja, sinnlose Kleinstarbeiten, putzen, kochen. Also der Androide, der ist für die Space-Hühner zuständig und der hier? Der sammelt Iridium. Genau. Dann haben wir bestimmt noch irgendwo eine zweite Silikonanlage, die wir abreißen könnten, weil sie nicht mehr sinnvoll ist. Wo könnte sie sein? Wo könnte sie sein? Ja, tatsächlich. Rechts unten, glaube ich. Hier unter uns. Ne, da ist nichts. Da ist nur Space Bambus. Das ist Eisen. Hier sitzt niemand drin. In der Eisenförderanlage. Hier könnten wir den einen Androiden hinschicken. Ja, das klingt doch prima. Der sitzt hier oben. Wir haben nur einen. Dann schicken wir den hier hin. Und zur Sammlerin schicken wir die Kita hoch, ne? Mhm, das war ja ihr Job. Wirf aber den Zweitjob noch aus, den Sammeljob bei dem Androiden. Schon gemacht. Gut. Und Kita, hier ist sie, ist jetzt am Sammler. Am Sammeln, da schmeißen wir ihren Energiejob weg. Genau. Wer sitzt denn hier gerade im Nahrungsproduktionssammler rechts neben den Hühnchen? Da sitzt doch auch jemand drin und macht irgendwas. Das ist doch Venus. Venus soll aber eigentlich Energie machen. Venus ist denn, hat als Nebenjob Nährstoffwort. Guck mal, wie viel Space-Hühner es mittlerweile gibt. Unmengen. Unmengen. Ach, sind die süß. Guck mal, die haben ein Space-Hühner-Ei gelegt. Oh, da kommt schon ein weiteres raus. Die könnten wir jetzt verticken, wir könnten sie aber auch auffressen. Die sind ja noch nicht zum Verticken, die da in der Weide rumlaufen, sondern wir können ja nur die verticken, die hinten im Lager rumliegen. Wie liegen sie? Die liegen jetzt nicht mehr so lebendig hier rum. Nee, da sind noch null drin. Verarbeitete Space-Hühner. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr im Lager. Ist alles voll. Du musst mehr Lagerfläche hinbauen. Mach ich gerne. Ist ja eine Lampe vielleicht im Weg, aber das ist ja nicht so schlimm. Warenlagerkapazität am Maximum. Ja, das lässt sich immer nur so kreuzförmig da andocken und das macht ja nichts. Ruhig noch eins. Schadet nichts. Kosten, ja. Ja, wir haben null verarbeitete Space-Hühner und aufgegessen haben wir auch noch keine. Also kann es sein, dass die einfach nicht... Die werden nicht abgeholt. Die werden nicht abgeholt, genau, weil kein Platz gewesen ist. Die stecken da alle noch in diesen Eierkapseln. Vielleicht wenn die jetzt rüber... Guck mal, jetzt landen sie gerade. Ach, guck mal da, jetzt landet... Das ist Eisen. Wir haben so viel Eisen. Guck mal, jetzt ist nämlich Platz gewesen. Dann können wir Eisen doch verkaufen. Was soll denn mit diesen riesen Eisenvorräten? Nee, vor allem weiß ich gar nicht, was wir daraus herstellen. Nichts. Nichts. Dann ab damit. Ja. Alles. Alles weg. Alles weg. Du hast noch 19. Zwei Space-Hühner. Ach, jetzt kommen auf einmal Space-Hühner rein. Die können wir übrigens auch aufessen, indem wir ein Restaurant hinstellen. Das machen wir doch glatt, oder? Mhm. Weil wer will ja die ganze Zeit schon diese grüne Schlonze da essen, die aus dem normalen Nahrungsproduzenten herkommt. Dann sind die Leute besser gut gelaunt. Sind die Leute besser gelaunt? Guck mal hier, das gibt's auch. Kryogenetische Reanimationseinheit. Falls einem der Zuschauer bei deinem Hobby, das du eingangs erklärt hattest, falls da technisch was schief läuft bei der OP, die nachher wiederbelebt werden müssen. Das kostet leider ein paar Credits, aber das lasse ich doch gerne springen. Mhm. Das ist für den Militärpart, den haben wir noch gar nicht gezeigt. Es gibt hier auch einen Militärpart, man kann gegen Aliens kämpfen. Also man muss gegen Aliens kämpfen, auf manchen Planetenoberflächen ist einfach... Ja. Ungeziefer unterwegs und das muss man mit allen möglichen Robotern, Laserzäunen, Drohnen oder sonstigen Wachpersonal abwehren. Genau. Darf ich dir einen Vorschlag machen, dass wir in der nächsten Folge den Tourismus zeigen, weil mittlerweile ist das hier doch ganz gut aufgebaut. Dann bauen wir hier noch ein Restaurant hin, wo man die Space-Hühner verfüttert. Und dann Stellen wir auch in die Hauptkapsel, wo das Klavier, die Dusche und die Disco stehen. Genau. Bitte noch das Restaurant bauen. Dann bauen wir beim nächsten Mal einen Touristenpart und vielleicht kriegen wir es noch irgendwo hin, dass wir zum Abschluss irgendwie einen Planeten zeigen, wo ein paar auf ein paar Aliens ballern kann. Oh, das könnte schwierig werden. Mal testen, mal gucken. Mhm. Bis bald, liebe Zuschauer. Tschüss. Tschüss, bis später.